Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde von... Jetzt hätte ich tatsächlich beinahe gesagt The Long Dark. Nein. Wir spielen Prey. Wir sind wieder hier in unserer Wohnung, komischerweise, warum auch immer. Wissen wir nicht so genau. Stand die Sonne wirklich das letzte Mal da hinten? War die nicht hier? Nee, egal. Wir werden es auf jeden Fall noch rauskriegen. Hat sich hier irgendwas geändert? Irgendwie nicht so wirklich. Wir können mal gucken, ob unser Paket, das wir rausgeschmissen haben, nee. Hä? Wir können doch mal alles nehmen. Dann würde ich sagen, nehmen wir einfach nochmal alles. Das brauchen wir nicht. Hier waren noch irgendwelche Zigaretten. Wollen wir dann nochmal gucken? Wir geben einfach nochmal das gleiche ein. Bla 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 bla. Okay, das sind definitiv mehr Mails, als wir das letzte Mal hatten. Gefahr, verschwinden Sie? Von January? Ich weiß nicht, was ich gerade getan habe. Ah, doch, ich weiß, was ich getan habe. Ich habe das Scrollrad benutzt. Okay, Gefahr, verschwinden Sie. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass hier irgendwas nicht so recht stimmt. Ich glaube aber, dass wir jetzt quasi nochmal das genau gleiche machen sollen. Im Zuge des Fermi-Problems. Und das hat man, glaube ich, auch schon gelesen. Ja. Warum möchten die Aliens nicht mit uns reden? Weil sie uns natürlich mies finden. Das ist genauso wie mit den Vulkaniern. So, wir ziehen uns nochmal an, dann gehen wir wieder raus, gehen auf das Flugpad und dann gucken wir mal, was, ja, jetzt noch passiert. Das ist jetzt scheiße. Oh nee, jetzt geht das natürlich gleich mit so Horror-Shit los. Wir sollten reden. Mein Codename ist January. Das ist kein Traum. Was gestern geschah, war real. Okay. Wenn Sie wissen möchten, was los ist, müssen Sie erst Ihr Apartmentgebäude verlassen. Sie sind dort nicht sicher. Neues Ziel? Schwinge die Rohrzange mit Master 1. Ich würde aber gerne... Oh, okay. Kann ich das Ding jetzt mit... Okay. Und wie soll ich jetzt hier wegkommen? Wahrscheinlich auch mit dem Aufzug, oder? Hä? Wie zum... Hä? Hier ging es doch gestern noch raus. Oder... irre ich mich jetzt? Nehmen wir den Plastikschlauch mit, ansonsten können wir noch irgendwas mit Patricia Bormana tun. Ich glaube es da irgendwie nicht. Also müssen wir gucken, dass wir hier irgendwie rauskommen. Nein. Auch das nicht. Hä? Tschüss. Ich lege mich einfach mal wieder hin. Kann ich nicht. Schlecht. Okay. Vielleicht müssen wir jetzt hier versuchen, irgendwie... What the fuck? Okay, ich bin offensichtlich ein Versuchskaninchen. Hat man mich beim Duschen beobachtet?
Okay, offensichtlich nicht. Ah, okay. Jetzt muss ich mich erst wiederholen. Ich kann nicht permanent zuschlagen. Das ist ja mal echt schade. Hey, das ist echt krass gemacht. Das heißt, alles war fake. Okay. Flieh aus deinem Apartment. Gut. Sie sind im Simulationslabor. Gehen Sie jetzt zum Ausgang. Ich bleibe in Kontakt. Okay. Okay, 0 bis 37 schläft, 37 wacht auf, stellt Alarm ab, 7:32 schaut auf Transcribe. Am Computer verschiedene Aufgaben, 8:04 duscht, legt Uniform an, verlässt Apartment. Okay. Komme ich da rein? Bei Evelyn. Kann die Musik sich bitte wieder beruhigen, sonst kriege ich hier noch einen Herzinfarkt. Okay, wenn wir schon mit unserer Hauptproduktlinie zu tun haben müssen, wissen Sie, dass wir uns manchmal nicht mehr anstrengen müssen, um unsere Meilensteine zu erreichen. In diese Entscheidungen fließen jegliche Risiken ein. Die Verlängerung auf bestimmte Zeit war eine direkte Bitte, obwohl sowohl von Alex als auch von Morgan. Was? Dr. Bellamy, mittlerweile ist Morgan so erschöpft, dass wir kaum noch nützliche Ergebnisse erhalten können. Die langfristigen Schäden, die wir höchstwahrscheinlich durch ständiges Installieren und Entfernen von Neuromods verursachen, erwähne ich gar nicht erst. Warum haben wir die Tests nochmal auf unbestimmte Zeit verlängert? Okay, das wollte ich wohl so. Ein Kommentar von heute. Also heute Morgen, okay. An alle Mitarbeiter. Ich weiß, der Vorfall von heute Morgen hat uns alle schwer getroffen. Bitte unterlassen Sie jeglichen Kontakt außerhalb Ihrer Abteilung. Um unnötige Panik zu vermeiden. Es wird in Kürze eine stationsweite Ansage geben. Bis dahin befindet sich Mrs. Elazar und ihr Sicherheitsteam in höchster Alarmbereitschaft und werden sich um ihre Anfragen kümmern. Ich weiß, manche von ihnen machen sich Sorgen um Dr. Bellamy. Er wird derzeit im Traumazentrum behandelt. Sein Zustand ist kritisch, aber stabil. Vielen Dank für Ihre Geduld und Hingabe für dieses Projekt. Okay. Programme. Audioereignis. Hey Morgan, wach auf. Du verschwendest kostbare Zeit. Ich habe den Helikopter geschickt, um dich abzuholen. Es geht nur um ein paar Tests. Okay. Vergiss deinen Anzug nicht. Bis später. Oh, eins noch. Es ist toll, dass du jetzt mit an Bord bist. Wir werden große Dinge bewegen morgen, wie in alten Zeiten. Okay. Also alle Geräusche und so weiter waren fake. Storage. Wir sehen natürlich erstmal zum Storage. Das ist immer gut. Außerdem kann ich mich dann so davor drücken, hier irgendwelche schlimmen Sachen finden zu müssen. Soundstage rules. Absolute silence. My simulation is in progress. Do not enter stage unless in costume. Do not interact with subjects of script. Okay. Die Schweine. Ha. Die konnten hier die ganze Zeit reinsehen. Placement Prop Storage Area. Okay. Wieso muss es immer so gruselig sein? Könnten wir das nicht einfach ganz entspannt machen? Okay, man hat hier noch jede Menge Whisky und Zeug.
Hier hat man Pizza gelagert. Ich hab's gesehen. Ich bin sehr erschreckend ruhig geblieben für meine Verhältnisse. Ah. Okay. Wir können hier also... Okay, ich glaube, es ist tot. Und ein Mess nehmen Nekrosie benötigt. Okay, kann ich wohl noch nicht nehmen. Alles klar. Ja. Okay. Und ich dachte, in der Wohnung ist es sicher. Tja, da habe ich mich wohl geirrt. Ah. Okay, wartet, Leute. Das können wir jetzt nicht machen. Wir müssen natürlich richtig rumgehen, ne? So wie die das wollen. Vielleicht sind hier noch Hinweise oder andere wichtige Sachen. Wir wollen ja hier nichts von der Story irgendwie verschwenden. Können wir da noch irgendwas machen? Nee. Hebelkraft 1. Ich hoffe, das ist nichts, was mich so sehr überfordert, weil ich irgendwie zig Kräfte einsetzen muss. Ich möchte das schön easy peasy bitte haben. Ja, also das ist ein gerendertes Ding. Simulationsbriefing. Wer guckt mir da eigentlich immer zu? Okay, geht wohl nicht kaputt. Hierfür bräuchte ich einen Code. Wo kommt... Wo kommen denn die Geräusche her? Wir lesen mal die Notiz. Fertigungsauftrag Nummer bla bla bla. Lieferung an Markus Simmons von Fabrikation. Bestandsnummer bla bla bla. Kompletter Bestand fehlerhaft. Mit Fabrikanten sprechen. Alles klar. Eine Notiz. Passwort. Cop. Nein, E-Cop. 0876. Was? Oh. Okay, das war nicht der Code dafür. Kriegen wir bestimmt auch noch raus. Ach so, es war dafür der Code. Marco Simmons. So. Misslungene Installation. Simmons, die heutigen Testergebnisse waren alle negativ. Haben Sie die korrekten Neuromods installiert? Schließen Sie sich mit Graves kurz und finden Sie heraus, was schiefgelaufen ist. Das sollte oberste Priorität haben. An alle Mitarbeiter, ich weiß, der Vorfall von heute Morgen hat uns alle schwer getroffen. Bitte unterlassen Sie jeglichen Kontakt, also wieder. Blablabla. Traumazentrum kennen wir schon. Erinnerungen an. An die Firmenpolitik im Umgang mit Passwörtern. Wir möchten Sie höflich an einen wichtigen Abschnitt aus unserer Firmenpolitik erinnern. 2.7 Passwortsicherheit. 2.7.1 Teilen Sie niemandem Ihr Passwort mit. Passwörter sind streng vertrauliche Informationen. Verschicken Sie niemals Passwörter an E-Mails, Transcribe-Gesprächen oder auf anderen Kommunikationswegen. Notieren Sie niemals Ihr Passwort und hinterlegen Sie es auch nicht in Ihrem Büro. Ja. Wenden Sie sich bitte unverzüglich an die IT-Abteilung, falls Sie den Verdacht haben, Ihr Passwort könne andere Personen bekannt sein. Anwenderhaft, blablabla. Ja, gut. Halt, so ein Gedöns. Eigentlich alles, was jedem klar sein sollte, man aber doch irgendwie nicht macht. Im Übrigen auch ziemlich genial. The Safe Code ist. Mann, der stand hier mal. Kann es leider nicht lesen. So ein Mist. Naja, gut. Wobei ich jetzt mit dem Passwort denn ja. Das ist eigentlich nur dann wichtig, wenn man irgendwie das Unternehmen um irgendwas bescheißen will. Und das quasi mit seinem Account machen muss.
Okay. Die Industriedorzange Hephaistos, auch Heffi genannt, ist das Standardmodell für das Wartungspersonal der Transstar-Einrichtung. Eignet sich für die freiwillige Anwendung, perkussive Wartung und mechanische Auseinandersetzung. Benutze Maus, bla, halten die Maustaste gedrückt und okay. Das haben wir ja schon festgestellt, nachdem wir dieses Viech totgeschlagen haben. So weit jetzt. Ich wollte jetzt sehen, genau. Wenn man irgendwie was mit seinem Account machen will bei der Firma und hier scheißen will, dann wäre es natürlich schon praktisch, wenn quasi alle Leute in Abteilung wissen, hey, das Ding steht dort unten und das Passwort lautet so und so. Wisst ihr? Dann kann man nämlich behaupten, es war doch jemand anders. Cool. Im Übrigen finde ich diese Wand hier ziemlich geil. Die hat was. So, nun sind wir also hier, wo wir vorhin schon waren. Ja, wir könnten auch noch aufs Dach gehen. Lass uns mal gucken, ob wir hochkommen. Okay, die Simulation ist wohl tot. Wir können da doch nicht hin. Was zum... Das ist das Dach. Quasi. Und das ist der Helikopter. Alles klar. Ich sehe mich hier mal noch kurz um. Eventuell liegt hier noch irgendwo was Nützliches. Nope. Dann rennen wir jetzt auch mal ein bisschen, auch wenn es Ausdauer verbraucht. Ich hätte schon gerne eine Taschenlampe. Ein Explosivkanister tragen. Irgendwie habe ich die Vermutung, der könnte nochmal wichtig werden. So, und raus hier. Transstar. Irgendwie ist hier alles ziemlich kaputt. Das wäre dann quasi der Aufzug, mit dem wir rein. Okay. Das heißt, wir dürfen jetzt wahrscheinlich nochmal durchs... Die wissenschaftliche Methode... Ach, das hat man schon gelesen. Gut. Oder auch nicht. Sollen wir jetzt hier rein? Da geht's nicht auf. Das heißt, wir gehen zurück hier. So, was ist jetzt das? Drücken Sie OK, um die Simulation zurückzusetzen. Ah, super Sache. Jetzt ist alles wieder gut. Und was sagt das hier? An error has occurred. Okay, super. Wir gucken die E-Mails an. Das ist das, was an alle Mitarbeiter ging. Das ist jetzt nicht sonderlich spannend. Programme. Szenenauswahl. Hinweis. Autorisierte Szenenübergangszeit. Die Testperson, die im Aufzug befindet. Wartungsarbeiten zwischen Testläufen. Melden Sie technische Probleme unverzüglich bei Dr. Bellamy. Faszinierend. Ich glaube, wir machen hinten einfach mal dicht. Ich finde es besser, wenn da hinten abgeschlossen ist und uns da nichts fressen kann oder so. Gut. Testverwaltung. Setze die Testräume auf die aktuelle Konfiguration zurück. Hiermit zurückgesetzt. Können wir jetzt rein? In der Tat. Typhon
Kakoplasmus. Jeder nennt sie Mimics. Achten Sie darauf, was Sie aufheben. Na, vielen Dank. Ich fühle mich gleich viel sicherer. Okay. Wo bist du? Alles klar. Ich bin cool. Aber ich habe ein bisschen Leben verloren. Bla bla bla, wir gehen jetzt direkt da runter. Alles ist cool. Die nächste Tür geht auf. Kann ich das hier irgendwie... Oh, ich kann es kaputt schlagen. Ach, das sehen wir uns später auch nochmal an. So, das war jetzt das. Knopf, Blob und Blob. Hallo, ich hab doch gedrückt. Jetzt wirklich? Das hat nicht geklappt. Ich komme mir ein bisschen verarscht vor. Okay. Schade, ich wollte den Test nochmal machen. Das ist das, wo wir... Ach so. Wir nehmen das mal mit. Schnellauswahl. Drücken Sie T, um mehr zu erfahren. Ich drücke mal T, um mehr zu erfahren. Wieder Schnellauswahl. Okay. Ist das jetzt wichtig? Oh, jetzt habe ich es schon benutzt. Das war jetzt vielleicht nicht so klug. Aber gut, immerhin weiß ich, wie das jetzt funktioniert. Hier hätten wir zwei E-Mails. Gucken wir mal nach. Morgens Verhalten. Nach morgens Aufbruch bei der Befragung hat Alex gebeten, alle Befehle über ihn laufen zu lassen. Es steht eine psychologische Begutachtung an und Alex möchte keine Überraschungen mehr mit morgen erleben. Wir übrigens auch nicht. Natürlich hatte Morgan wie erwartet alles über den vorherigen Test vergessen, aber die aggressive Reaktion auf dieselben Testkriterien war eine ganz klare Abweichung. Meine Empfehlung wäre, die Persönlichkeitsabweichung von kommenden Tests bei Befragungen und während des Tests selbst zu erfassen. Okay, das ist nochmal das gleiche Zeug. Also irgendwie können wir uns zwar nicht mehr dran erinnern, aber wir reagieren plötzlich anders. Schade, kann man nicht mehr machen. Ich hätte es gern nochmal gemacht. Ich fand diese Dilemma-Spiele nämlich ziemlich cool. Wer immer behauptet, er würde sich selbst irgendwie vor den Zug werfen, der lügt. In meinen Augen. So, nun sind wir also hier oben. Und können von hier herabsehen, alles klar. Also irgendwie ist das schon cool, ne? So ein ganzes Set. Mega. So, Stage B, Control Room. Und das haben wir vorne. Die Kontamination. Da gehen wir mal noch nicht hin. Wir gehen erst nochmal zum Kontrollraum. Eventuell liegt da noch irgendwie was Wichtiges rum. Oh, Alter, jetzt hat's mich erschreckt. Ist das jetzt einer dieser Kaffeebecher? Wieso kämpfen die da eigentlich gegen uns? Was ist das? Was soll das denn sein? Oh. Grete Mikkelsen sieht auch nicht mehr so fresh aus. Sie hat auch eine Rohrzange dabei. Nehmen wir mal mit. Zwei Rohrzangen sind besser als nur eine. Ansonsten ist jetzt hier erstmal... Oh, Mülleimer. Ach nee. Durchsuchen. Okay.
So geht das also. Was ist hiermit? Drücken Sie OK, um die Simulation zurückzusetzen. Wir drücken einfach mal OK. Dach von Echelon, bla 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 bla. Ja, cool. Das ist schon cool gemacht, also das muss ich jetzt echt zugeben. So, hier ist noch ein bisschen anderes Gedönse, das nehmen wir mal mit. Und... ja. Dann gehen wir mal zur Dekontamination. So, dekontaminieren werden wir erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch was und bis zum nächsten Mal. Ciao. Und dann könnte es richtig gruselig werden, vermute ich jetzt. Also ich hatte jetzt einen Schreckmoment drin, aber bislang geht's noch. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.